Hello everybody, hier ist Sarah. Willkommen zu meinem zweiten Video über den englischen bestimmten Artikel the. In diesem Video geht es um die Verwendung von the mit geografischen Bezeichnungen. Ihr werdet erfahren, welche geografischen Bezeichnungen the verlangen und welche nicht. Okay, lasst uns anfangen. Let's begin. Wir schauen zuerst die Weltkarte an. The world. Generell verwendet man the nicht bei Namen von Kontinenten, continents, Ländern, countries, Städten, cities. Man sagt zum Beispiel Paris, France, Europe oder auch Tokyo, Japan, Asia. Aber bei Ländernamen, die im Plural stehen und Inselgruppen, muss man the verwenden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.